Hallöchen, liebe Freunde, willkommen beim Digitalfuchs. In diesem Video habe ich einen Beamer für euch vorbereitet von der Marke Funflex. Das Ganze schauen wir uns zusammen im Detail an und was das gute Stück so kann, lasst uns direkt loslegen. So, wir schauen uns zusammen mal den Verpackungsinhalt an. Hier habt ihr einmal den Beamer, dann hier die Fernbedienung, ein Stromkabel natürlich ganz normal hier. Das seht ihr hier, was man hier an der Seite anschließen kann. Auf jeden Fall werde ich euch nachher nochmal den Anschluss genau zeigen. Und haben wir hier nochmal ein HDMI-Kabel mit den Stöpseln vorne drauf und das Benutzerhandbuch. Natürlich, falls ihr irgendwas nachlesen möchtet, könnt ihr da gerne reinschauen. So, hier dieses lustige Fähnchen gefällt mir schon mal auf jeden Fall sehr gut. Und dass das Ganze so ein bisschen einen Griff hat, das macht es so ein bisschen portabler. Kann man einfach dann nehmen, packen und dann wegtragen. Hier oben haben wir den Power-Button quasi zum Einschalten. Der leuchtet dann auch so ein bisschen. Hier hinten haben wir einmal Anschluss für Kopfhörer, USB, HDMI und den Infrarot-Sensor quasi, beziehungsweise die Scheibe, wo das Ganze dann durchfunktioniert. Hier hinten wird so ein bisschen gelüftet. Und unten haben wir nochmal einen Anschluss für ein Stativ, was mega praktisch ist, wenn man das Ganze dann hinstellen möchte. Von der einen Seite haben wir hier den Stromanschluss, da bläst es dann hinten raus. Vorne natürlich die Linse. Und hier an der Seite haben wir auch nochmal diesen Luftzirkulationsschlitz, sage ich jetzt mal. So sieht das Ganze dann installiert bei mir aus. Ich habe das Ganze auf dem Stativ tatsächlich dran gemacht, weil es für mich einfach schnell die praktischste Lösung war. Das Ganze kann man natürlich aber auch an die Decke montieren oder ähnliches und das Bild dann einfach drehen. Aber für mich jetzt zum Testen war das hier dann mega schnell und praktisch und sieht eigentlich auch ganz stylisch aus so. Wird auf jeden Fall gut funktionieren. Und ihr seht schon, ich habe den Roller ein bisschen runtergelassen, dunkel gemacht. Und die Show kann natürlich beginnen. Feuer ein bisschen gemacht, damit es gemütlich wird. Und wir schauen uns mal die Qualität von diesem Ganzen an. Hier haben wir einmal die Einstellung. Hier seht ihr schon die WLAN-Einstellung, die Bluetooth-Einstellung. Und man kann natürlich auch das Bild, auch das ganze Zoom und alles, das Bild, die Ecken und so weiter, kann man alles dann digital einstellen. Finde ich mega gut. Da kann man ein Update dann machen. Und hier nochmal ein paar verschiedene unterschiedliche Einstellungen. So sieht dann der Homescreen bei euch aus. Also ihr könnt auch euer Handy dann verbinden und Mirrorcast und so weiter, Filme und so weiter könnt ihr alles drauf schicken, Videos und natürlich auch Office-Sachen. Wobei natürlich das Ganze muss dann dunkel sein. Ich habe das Ganze hier mit ein paar bunten Filmchen ausgewählt, mit ein paar Trailern. Und was soll ich sagen, das Ganze funktioniert wirklich wunderbar. Die Farben sehen echt prächtig aus. Das Bild ist scharf, nicht unscharf in den Ecken und Kanten und so weiter. Ich habe überall ein gleichmäßig scharfes Ergebnis. Der ist auch echt leise, muss ich ganz ehrlich sagen. Und macht auch nicht so einen Krach. Soundanlage wäre natürlich immer gut. Wie gesagt, die Boxen sind zwar dabei, funktioniert. Aber ich glaube, ich werde per Bluetooth auf jeden Fall eine Soundanlage mit dazu anschließen. Oder halt natürlich bei Kopfhörer, aber ist bei Kino immer so ein bisschen schwierig. Aber ihr seht, ich habe mit verschiedensten Filmen gearbeitet, Trailer, auf jeden Fall, um die Farben so ein bisschen zu testen. Ich kann das Ganze vom Bild her mega gut empfehlen. Wie gesagt, da macht ihr nichts falsch fürs Geld. Lasst mir ein Like da, bei Fragen gerne unten in die Kommentare. Und wie gesagt, der Link auch in der Videobeschreibung. Bis dahin, liebe Freunde.